In der Öffentlichkeit ist oft die Rede von Wohnungsnot. Es gibt zu wenig Wohnungen, es wird zu wenig gebaut. Mieten und Baukosten steigen immer weiter. Immer weniger Menschen können sich Immobilien leisten. Vieles ist schlicht kaum noch bezahlbar. Auch ich sage das stets und ständig. Den Preis für die andauernde Masseneinwanderung haben die einheimischen Bürger zu bezahlen. In finanzieller, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Welche Probleme gibt es denn Ihrer Ansicht nach im Rahmen einer 100.000-millionenfachen Zuwanderung auf dem Wohnungsmarkt? Wohnraum wird knapper, die Mietpreise steigen und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Auch wenn ich einen etwas anderen Zungenschlag mit Blick auf die Ursachen habe als die Damen und Herren der Altparteien. Aber ist das wirklich so? Gibt es wirklich zu wenige Wohnungen, die zudem kaum jemand mehr bezahlen kann? Nun, nicht, wenn Sie ein sanites Jugendstilhaus oder das etagenweite Penthouse mit Pool im Stadtzentrum sowie das 16-Zimmer-Anwesen im Grünen suchen und es bezahlen können. So berichtet es die Immobilienzeitung diesen Monat. Inflation, Zinserhöhungen, Ukraine-Krieg? Egal. Der Markt für Luxusimmobilien ist stabil. Es werden nach wie vor Rekordpreise gezahlt. Allerdings bewegt man sich dann auch je nach Lage, etwa in NRW bei 6.000 bis 15.000 je Quadratmeter oder im Rhein-Main-Gebiet eher bei 8.000 bis 20.000, wohlgemerkt, je Quadratmeter. In München geht das dann bis 30.000. Wir befinden uns in der Welt der hochwertigen Studentenappartements mit Echtholzboden und Designer-Apartments, die für den wissbegierigen Nachwuchs gerne genommen werden. Und manch einer in dieser Preisklasse schätzt dann auch etwas Quemlichkeit, so etwas wie eine Waschkabine für den Hund und das Fahrrad. Luxus läuft trotz aller Krisen. Unsere ehemalige Kanzlerin sagte dazu vermutlich, das Geld ist eben einfach da. Es besteht eine konstant stabile Nachfrage im Premium-Segment. Und auf Fremdfinanzierung, Sie erinnern sich die hässlichen Zinsen von der Bank, ist man in dieser Kategorie wenig angewiesen. Um das Luxussegment muss man sich offenbar keine Sorgen machen. Das bezahlbare Segment, das ist das Sorgenkind. Denn hier und nur hier in einfachen und mittleren Lagen und Preisklassen findet das statt, was es nach Ansicht von Grünen und Roten nicht gibt und was die CDU feige verschweigt. Eine massive Verdrängung von Einheimischen durch die jahrelange Masseneinwanderung von Leuten, denen der Staat die Wohnung bezahlt. Am Ende zahlen die Einheimischen, die selbst keine Wohnung finden, beziehungsweise sie kaum bezahlen können. Herr Habeck sagte dazu wohl, wenn sie keine günstige Wohnung finden, sollen sie doch Luxuswohnungen kaufen.